Ja, was ist ja eigentlich? Ist er aus dem Mario-Universum? Deswegen gehört es jetzt eigentlich zusammen. Schön, Winter. Schön. Ja, Mario Bros. War ja ursprünglich mal ein Arcade-Spiel. Genau. Ein Spielautomaten mit dem Denk dran, Killer-Lippe. Der eigentlich gar nicht so schlimm ist, aber das, was rauskommt. Ja. Ich war letzte Woche kurz davor, mir ein Neo Geo zu kaufen. Hab mir dann aber doch gedacht, oh, das ist so teuer. Ich habe davon einfach keine Ahnung. Es gibt halt Neo Geo AES und MVS. Und das MVS ist halt so ein von den Automaten. Mhm. So ein Ding. Das muss dann halt noch erst modifiziert werden. Das gab's aber schon fertig für 330 Euro. Und der normale Neo Geo kostet 300. Wobei die Spiele dann für den AES, also den normalen Neo Geo, ungefähr bei 70 Euro anfangen. Und die MVS bei 20 Euro anfangen. Obwohl es genau die gleichen Spiele sind. Das ist ja wie heutzutage die PC-Spiele und ich nehme jetzt mal die aktuelle Generation PlayStation 4 Spiele. Nein, du hast mir meine Glocke kaputt gemacht. Ich wollte noch so ein Ding haben. Ein Freundchen? Ja. Ja komm, ich bastel dir ein. Nee, ich will... Da ist einer. Beschwer dich nicht, nimmen. Genau, PlayStation 4 und PC-Spiele. Die PlayStation 4 Spiele kosten dann 70 Euro, wenn sie in den Handel kommen. Das PC-Spiel 35 ja. Oder 40. 40, wenn es viel ist. Für eine Standardversion. Mhm. Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, oder hätte die Gelegenheit gehabt, eine PlayStation 4 in der 20th Anniversary Edition ach, diese, zu diese ersteigen. Grau da. Ja, die auf 12.000 limitiert ist. Okay, aber? Ich war zu geizig. Ich hätte mal noch 20 Euro draufgelegt, dann hätte ich sie zum Schnäppchenpreis bekommen. Eieiei. Oh, gut. Zum Schnäppchenpreis von unter 700 Euro. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich mir das Neo Geo Teil kaufen soll, aber... Das sind halt 300 Euro, ne? Ja. Kannst du von 300 Euro alles machen? Ja. Sehr viele NES-Spiele kaufen. Dann habe ich mir eins kaufen. Welches? Mega Man X3. Oder Mega Man X2 mit Verpackung. Ich weiß gar nicht, ich glaube Mega Man 5 mit Verpackung ist, glaube ich, bei 700 oder 800 Euro momentan. Das kommt auf die... Ja, klar, kommt immer auf die auf den Zustand an. Hm. Aber das kriegst du auch schon für 300. Kommt wieder Moped. Aber ich habe ja soweit eigentlich alle. Nur ich wollte da ja eigentlich auch die OVP-Gedöns machen. Also dass ich mir alles in OVP hole. Viel Spaß. Ja, also so weit wie möglich alles. Und ja. Halt die Spiele, die ich dann doppelt habe. Also die Cartridges, die ich dann vergleichen, halt welche besser aussehen, die ja. Sie dann auswechseln und halt verkaufen, den Rest. Mach ich auch immer so mit meinen. Ich habe noch nie was bei eBay verkauft und ich weiß auch nicht, was man da beachten muss. Prinzipiell nix. Punkt. Ja, so viel zu beachten gibt's eigentlich nicht. Ich habe da halt nur irgendwas gelesen, irgendwie, dass sie bei PayPal irgendwie verarscht wurden und ach, keine Ahnung. Dass sie sich das Geld zurückgeholt hatten. Ja, das geht. Da habe ich halt überhaupt keinen Bock drauf. Das Käufer bietet PayPal nicht an. Ja, aber dann muss ich mal zur Bank gehen und gucken, ob das überwiesen wurde. Lastschriftverfahren geht auch. ja. Was ich bei eBay halt blöd finde, aber klar, das ist dein Geschäftsmodell. Du zahlst 10% von der Verkaufssumme und drückst du erstmal ein eBay ab. 10%? 10%. Ich habe schon überlegt, dass ich das irgendwie bei Kleinanzeigen reinstelle. Nur bei Kleinanzeigen, da kommt halt niemand drauf. Ich glaube, habe ich so. Ach, einfach reinstellen. Und du musst halt einen festen Preis annehmen. Ja, so kann jetzt. Du kannst einfach nur VW anschauen. Ja. Oder du gibst einen Preis ein bisschen höher an als das, was du eigentlich gerne hättest dafür. Ja, das hätte ich dann sowieso gemacht. So mach ich's. Oder, sagen wir mal, 40 Euro VW. Ja, so mach ich in der Regel. Ich guck bei eBay, was die Sachen dort verkauft werden. Und zieh davon ein bisschen was ab, weil eBay-Preise sind sowieso
übertrieben, manchmal. Ja. Was die Leute da manchmal ausgeben für Sachen, die ich nicht. Nee. Herz. Zu langsam. Hab ich doch. Nee, du hast. Ich hab's gemacht. Kann dir aushelfen. Ja, schön? Nee. Ich hab's nicht gesehen. Ich sehe hier so viel nicht, ne? Das ist unfassbar. Schutz. Ich guck, ob ich da irgendwie ein Schild zustande krieg. Das ist nämlich mein Freund. Und der graue Schuss. Bläh, die Killer. Dinger des Todes. Ist der Teufel des anderen. Ich hätte ein bisschen mehr Liefen auf dem Spiel jetzt. Ich hätte stehen. Hier war so viel Rosa auf dem Bildschirm. Links ist ein Schild, links ist ein Schild, links ist ein Schild. Jetzt beim dritten Mal. Was sagt der da? Links, okay, habe ich verstanden. Links ist, okay. Ein Schild, okay, alles klar. Fahrende Schweinchen. Auf dem Wasser fahrende Schweinchen. Also die endlich den fetten Schuss wieder. Ich mag den Fächerschuss auch nicht so. Also hier kommen wir so kraftlos vor. Ja. Oh, Triple Kill. Double Triple Kill. Das fehlt dem Spiel eben selbst. 93. So. 93 ist alles passiert. Schuld? Ich wurde ein Jahr vorher geboren. Aber sonst? Irgendwas Besonderes? Ich glaube, das war die Zeit, als Nintendo angefangen hat, mit Sony in Kooperation einzugehen. Kann mich jetzt aber auch täuschen. Die PlayStation kam 96 auf den japanischen Markt. Nee, früher. 95 und in Europa 96. So. Ich glaube, noch früher. Noch früher. Dann ist es auf jeden Fall die Zeit, wo Nintendo angefangen hat, mit Sony Kooperation zu machen. Denn, nun, did you know, in der Tat, da ist ein Schild übrigens. Nicht mehr. Ja, hab ich zerschossen. Nintendo wollte von Sony ein Add-on für Super Nintendo haben, das CDs lesen sollen, hätte, können. Hätte können lesen sollen. Genau. Deutsch. Und das war soweit auch schon fast alles in trockenen Tüchern, bis dann Nintendo auf die Idee gekommen ist, hey, wenn wir Sony die Rechte an dem Add-on geben und auch an den CDs, dann haben wir ja quasi Rechte auf alle Spiele und verdienen an allen Spielen und wir nicht so viel. Und dann haben sie es gekippt und sind dann zu Philips gegangen. Haben denen gesagt, sie sollen was herstellen. Daraus ist dann. Gib mir mal ein bisschen Energie. Daraus ist dann der berühmt-berüchtigte Philips CDI entstanden. Und Sony hat sich gedacht, nö, das, was wir hier jetzt schon gemacht haben, das behalten wir einfach. Und wir nennen das PlayStation. Ja. Sony hat sich, Nintendo hat sich quasi dann, nachdem sie Sega ja ausgestochen hatten, mehr oder weniger. Ins Knie geschossen, ins selbst, eigene. Selbst ins Knie gefickt und sich schön. Oh, das kinderfreundlich hier. Nee, ist nicht. Nee, bei mir ist ja alles. Ach, ist ja alles, okay. Also selbst ins Knie gefickt. Und sich quasi den größten Konkurrenten oder einen der größten Konkurrenten selbst geschaffen. Also das ist schon irgendwie blöd. Tja. So ist das. Ja, Frosche mal. Oh, schon Viertel vor elf, ey. Boah, ich weiß. Oh Gott, da komme ich ja erst. Okay, also hier jetzt. Es muss jetzt hier ganz schnell, muss das hier rumgehen. Aber das blöde Schiff haben wir ja schon hinter uns. Ja, wir waren aber noch im Lava-Level. Da sind wir ja noch nicht durchgeflogen, aber weil ich nicht, was kommt. Noch kommen könnte. Hast du mich vorhin verloren? Komm, ich zünd mal hier so. Das ist eine gute Idee. Hab ja noch jetzt 6 Stück davon. Hab nur noch eins. Wir fallen eskalieren. Metal Gear? Metal Gear! War nicht auch Goof Troop von Konami? Ne, es war von Capcom. Von Capcom. Nicht von Konami. Es ist von Capcom? Konami? Konami?
welcher Vertreiber, welcher Entwickler hat Resident Evil gemacht? Capcom. Dann ist es von Capcom. Weil an Goof Troop war ja der Macher von Resident Evil beteiligt. Ah. Oder ein Designer von Goof Troop hat später bei Resident Evil mitgearbeitet. Sehr schön. Lava Level. Ist das jetzt 6, 7, 5? So, ich könnte ja vielleicht auch ein paar. So, ich wollte eigentlich gucken, was da. Geht's denn jetzt? Ja, mit Zeit. Die Dings läuft hier noch ein bisschen. Blätter? Leben teilen, positionieren, das Spiel. Nee, das war's nicht. Jetzt kommt Level 6 von 7. Okay. Das Laber-Level. Oh, die Musik schon. So, jetzt ist hier Heffy. Nur um jemanden zu verarschen. Heffy. Heffy Rain. Heffy Rain. Ich hab. Heffy Rain. Ich hab. Den Move Beyond Two Souls. Ja, hab ich gesehen. Ja, hab ich schon gesehen. Ich wollte gerade sagen, du hast dir einen Move Controller angeschlossen. Willst Heavy Rain dann demnächst mit dem Move Controller spielen? Ich hab's ja schon mal angefangen mit dem Move Controller zu spielen. Nur war ich letztens zu faul, weil mein. Also ich hatte keine Lust auf der einen. Nee, die waren nicht aufgeladen, so war es nämlich. Aus. Deswegen habe ich auch einen kabelgebundenen Xbox Controller. Weil ich zu voll bin zum Laden. Mit dem ich eigentlich jetzt spiele. Nein, denn ich spiele ja mit dem Super Nintendo Controller. Genau. ja, aber ich wollte halt. Also ich habe mir so ein. Es gibt ja von diesem Move Controller, gibt es ja zwei Stück. Also einmal den mit dem Ball oben drauf, der auch notwendig ist. Und dann gibt es halt noch. Fuck. Das andere das Teil. Gibt's auch. Das andere Ding, was man aber durch einen Controller ersetzen kann. Ah, ja. Und der ist bei mir kaputt irgendwie. Aber der kostet auch nur 10 Euro oder so. Und ja. Ich weiß gar nicht, auf was ich hinaus wollte. Move Controller. Ja, aber warum habe ich das jetzt erzählt? Heavy Rain. Du hast damit angefangen? Ja, genau. Ich muss nämlich den einen Controller muss ich immer an die PlayStation anschließen, sonst geht er nicht an. Ja. Und da bin ich dann auch meistens zu faul dann. Ich wollte mir eigentlich mal einen neuen bestellen, aber. Ich hätte den einen eigentlich auch mal zurückschicken können, aber da war ich dann auch irgendwie zu faul für. Weil für 10 Euro. Ich habe vor kurzem mal ein Headset zurückgeschickt. Ich habe mir ja für Dortmund. Für Dortmund habe ich mir ja noch ein Headset besorgt, weil ich mir gedacht, weil ich kein besonders gutes hatte. Und das, was ich mir besorgt habe, war auch nicht besonders gut. Und ja, das war ja dann jetzt aber schon ausgepackt, ne? Da kannst du ja nicht. Bei Mediamarkt sind sie alle so ein bisschen. Ähnlich. Und Ende formuliert war, dass ich bei Amazon das gleiche bestellt habe. Ja. Habe das Eingepackte bei Mediamarkt abgegeben und das schon Ausgepackte an Amazon zurückgeschickt. Und habe überall den vollen Kaufpreis zurückbekommen. Reinfliegen. Also, in wen? In die Gegner. Gegner! Das war eine sehr gute Idee. Ich hab ja noch 6. Ach ja. Immer noch. Wie sollte das denn funktionieren? Gar nicht. Das war wahrscheinlich die Stelle, wo man das unbedingt brauchte. Naja, du wirst einmal getroffen und dann. Flackerschwanz und so. Ja. Ich bin hier gerade ein bisschen fehl am Platz. Hilfe. Da ist Energie rechts. Ich habe mal mein letztes Dings losgelassen. Wir hätten das Spiel so schnell durchhaben können, wenn wir direkt vom ersten Mal an. Das wäre ja aber langweilig. Wäre aber langweilig gewesen. Nee.